Hallo und herzlich willkommen bei den BASE Talks hier auf FS1, der Radiofabrik und im Podcast. Ich bin Gerhard Moser und heute darf ich einen ganz besonderen Menschen bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang Illek. Hallo. Ja, Wolfgang, ich freue mich heute ganz besonders, dass du heute hier sitzt. Und du bist ja bei Wings for Life als Leiter des Fundraisings verantwortlich für was genau? Ja, genau. Also bei uns ist es eben so, dass unser oberstes Ziel ist, dass wir Heilung für Querschnittslähmung finden. Und wir unterstützen mit den Spenden, die bei uns eingehen, die Rückenmarksforschung und das weltweit. Wir haben die glückliche Möglichkeit, dass wir eben die Spenden wirklich zu 100% in die Rückenmarksforschung fließen lassen können, weil Red Bull unsere ganzen Kosten trägt. Und ja, mir macht der Job riesig Spaß, weil ich da im Kontakt mit unseren Spendern stehe, sei es jetzt Privatpersonen, Unternehmen oder vielleicht Veranstalter, die irgendein Event für uns planen und dann durchführen. Es ist sehr vielseitig und richtig interessant. Wings for Life ist ja, glaube ich, im Jahr 2003 aus einer besonderen Situation heraus entstanden. Vielleicht kannst du mal so erzählen, wie ist überhaupt Wings for Life, wie kam es überhaupt dazu, wie ist das entstanden? Jetzt als Salzburger hat man ein bisschen einen Bezug dazu, aber vielleicht Menschen, die das jetzt gerade hören, Wings for Life hat man vielleicht einmal ganz entfernt wo gehört. Wie ist das überhaupt aus der Taufe gehoben worden? Ja, es hat leider einen sehr tragischen Hintergrund, und zwar ist im Jahr 2003 der Hannes Kinigartner verunglückt, der Sohn von Heinz Kinigartner, beim Motocrossfahren in Oberösterreich, ist dabei über den Lenker seiner Motocross gestürzt und ist mit dem Kopf aufgeprallt und hat sich eben den Halswirbel, fünften, sechsten Halswirbel gebrochen und dabei eine Rückenmarksverletzung zugezogen, was schlussendlich zu seiner hohen Querschnittslähmung geführt hat. Und die persönliche Betroffenheit seines Umfelds, wo unter anderem eben auch der Herr Mateschitz dazugehört, hat dann gesagt, ja, das darf nicht Endstatus bleiben. Man möchte eine Heilung für Querschnittslähmung finden. Und so ist dann in Folge im Jahr 2004 die Stiftung Wings for Life ins Leben gerufen worden. Eine gemeinnützige Stiftung, die eben wirklich nur ein konkretes Ziel vor Augen hat, das verletzte Rückenmark wieder zu regenerieren. Jetzt hast du zuerst gesagt, da gab es ja diese tragische Verletzung, die sehr hoch war. Du hast mir zuerst im Vorgespräch mal gesagt, es gibt ja da überhaupt unterschiedlichste Stufen. Das wusste ich, bevor ich jetzt mit dir gesprochen habe, auch nicht. Was gibt es da leicht für Differenzationen? Mir ist genauso gegangen, bis ich dann leider selber am Intensivbett gelegen bin. Ich habe auch nicht gewusst, dass bei Querschnittslähmung verschiedene Schwierigkeits- oder Problemstufen gibt. Man sagt, je höher, desto schlimmer. Also je höher die Verletzung angesetzt ist oder das Rückenmark verletzt ist, desto mehr Funktionen verliert man. Das geht eben so weit, dass dann auch die Atmung weg ist, dann die oberen Extremitäten, wie es bei mir, also bei mir ist die Fingerfunktion beispielsweise auch betroffen oder die Trizepsfunktion, wodurch ich mich selber nicht mehr aus dem Rollstuhl stützen kann. Sprich, bei mir ist das Schlüsselbeinabwärts eigentlich vorbei mit den Muskeln, die ich willkürlich ansteuern kann. Und je nachdem, wo das Rückenmark verletzt ist, je weiter unten das verletzt ist, desto mehr Funktionen habe ich. Und desto leichter tue ich mir im Alltag, beziehungsweise desto weniger Unterstützung benötige ich im Alltag. Jetzt hast du gesagt, ihr seid ja da schon brutal am Forschen, und ich meine, es ist jetzt doch schon einige Jahre, wo das am Laufen ist. Vielleicht kannst du einen kurzen Einblick geben, was ist aktuell so Status, wo steht man jetzt, wie man so schön sagt, das ist der Stand der Wissenschaft. Wo befindet man sich da gerade? Ja, es war so, wie die Stiftung gegründet worden ist, ist natürlich auch die Frage an die Forscher gestellt worden, macht es Sinn, dass wir in die Rückenmarksforschung investieren? Und da haben sie eigentlich alle gemeinsam gesagt, ja, natürlich macht es Sinn, dass man hier Geld reinfließen lässt. Es gibt Aussicht auf Heilung, aber man muss Gas geben und man muss eben finanzkräftig sein, dass man da unterstützen kann. Und damit war es entschieden, wir wollen die Rückenmarksforschung unterstützen. Und heute können wir stolz sein eigentlich, dass wir mit einigen Projekten jetzt schon in der Klinik sind. Das bedeutet, dass man
am Menschen bereits erforscht. Also wir sind nicht mehr in der Grundlagenforschung, sondern stoßen immer weiter vor in die Klinik, was auch für mich als Betroffener Perspektive ist und Hoffnung gibt, weil ich schon glaube, dass ich eines Tages auch wieder aus dem Rollstuhl rauskomme und meine Selbstständigkeit und Freiheit zurückerlangen werde. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, der Glaube daran, dass da einfach viel möglich ist. Und das sieht man ja, ich meine, die Nachricht, dass du jetzt gerade sagst, man ist aus der Grundlagenforschung draußen und sozusagen schon in der Klinik, ist, wenn man sich ein bisschen mit Wissenschaft in dem Bereich beschäftigt, kann man sagen, durchwegs ein absoluter Meilenstein. Ja, also wie gesagt, wir setzen in unterschiedlichen Bereichen an. Wir haben Projekte in der Schweiz laufen, wo man Personen mit einem Schrittmacher bereits wieder mit Rollatoren zum Gehen gebracht hat. Und ja, gleichzeitig schauen wir auch für Personen, die einen hohen Querschnitt haben, eben wo die so hilfreiche Fingerfunktion verloren gegangen ist, dass man da zum Beispiel forscht, wie kriegt man die Fingerfunktion zurück, weil es war ja wunderschön, wenn ich jetzt selber wieder mein Schnitzel schneiden kann oder bei ganz grundlegenden Sachen, dass ich mir zum Beispiel, dass ich mir selbst anziehen kann, dass ich mir leichter tue und mir mehr selber helfen kann. Ja. Jetzt sagst du, bei diesen Sachen gibt es eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite bist du jetzt gerade zu uns ins Studio gekommen mit deinem eigenen Auto. Man könnte euch meinen, da gibt es nicht wirklich so viele Einschränkungen im Alltag. Du hast zuerst gesagt, es gibt Sachen, da hat es Herausforderungen gegeben, an die hast du am Anfang, hättest du nie gedacht, dass das Herausforderungen werden. Und andere, so wie dass man glaubt, dass die größte Herausforderung ist, dass man im Rollstuhl sitzt, war es dann eigentlich gar nicht. Vielleicht kannst du uns einmal so auf eine Reise mitnehmen. Wie war das bei dir? Wie ist das hergegangen? Wie ist das passiert? Ja, ganz zu Beginn nochmal, also bei euch reinkommen ist echt super easy, echt total barrierefrei und lässig. Hat mir taugt, wie ich hergekommen bin. Ich bin selbst ein Jahr nach dem Hannes von gekriegt, beim Radfahren, beim Downhillfahren. Ich bin auch über den Lenker drüber gestürzt, mit dem Kopf aufgeprallt, Kinn zur Brust gedrückt und habe mir dabei eben das Knack gebrochen, wie man sagt. Und durch den Genickbruch habe ich mir das Rückenmark verletzt auf Höhe C5, C6, 5. 6. Halswirbel. Habe dann alle schönen Sachen durchgemacht mit Lungenatemmaschine, weil ich selber nicht mehr atmen habe können und so weiter. Und halt dann auch das Ganze feststellen, was alles verloren gegangen ist, inklusive Fingerfunktion, inklusive ganzer Stützmuskulatur, Bauchmuskel, Rückenmuskulatur. Und wenn man das Problem dann näher kennenlernt, kommt man sehr schnell drauf, dass nicht nur das nicht gehen können ist, sondern dass da viele weitere Themen dahinter schlummern. Da denke ich jetzt gerade einmal an einen Kreislauf. Wahrscheinlich jeder von euch kennt auch das, wenn er einmal am Morgen aufsteht und dann sagt man Sternl. Das sind kleine Probleme für uns und die können noch viel schlimmer auftreten mit dem Kreislauf. Beziehungsweise die ganze Blutzirkulation, Hautprobleme, wenn ich jetzt immer das wenn ich neue Schuhe kaufe, muss ich ganz genau schauen, passen die oder nicht, weil ich es nicht spüre. Also die Sensorik geht ja auch verloren, in den meisten Fällen bei einer Rückenmarksverletzung. Und wenn wir die Schuhe drucken und mir ein Hautproblem machen, kann das im schlimmsten Fall weitergehen bis zu einer Sepsis und an einer Blutvergiftung kann man sterben. Und da rede ich jetzt noch gar nicht davon, dass man achtsam sein muss beim Sitzen. Wie lange sitze ich am Tag? Auf welchen Materialien sitze ich, dass ich eben nicht wund sitze und da auch wieder ein Hautproblem kriege. Und dann natürlich Themen wie Atmung, jetzt in der Corona-Zeit sehr aktuell. Ja. Meine Zwischenrippenmuskulatur, die funktioniert nicht mehr. Also ich atme eigentlich nur mehr über das Zwerchfell, habe auch für geringeres Luftvolumen. Also du als Sportler weißt das, man hat als Sportler hat man ein gutes Luftvolumen. Nach meinem Unfall habe ich 1,9 Liter gehabt. Also wirklich so, dass man ist ständig am Schnaufen, dass einem nicht schwindelig wird. Und das sind Themen, die einen jeden Tag begleiten. Und es gibt dann natürlich auch noch in unserer Gesellschaft sind das Tabuthemen wie Blasendarmstörung, Inkontinenz. Auch solche Themen begleiten uns tagtäglich und die sind oft viel unangenehmer, als das nicht gehen können. Was nicht heißt, dass ich nicht gern außerhupfert und geht hat, aber auch die anderen Probleme, die sind für mich sehr einschneidend und man muss Wege und Mittel finden, dass man bestmöglich derzeit damit umgeht.
Das ist hochspannend, weil, so wie du sagst, zum Beispiel an Atmung und Lungenvolumen, an das hätte ich nie gedacht, sage ich jetzt aber, dass das Themen werden. Was mich absolut beeindruckt hat, ist, wie du mit deinem VW-Bus kommst, wird man nichts vermuten. Dank technischen Umbauten kannst du damit ja genial fahren. Finde ich es auch unglaublich, wahrscheinlich großer Freiheitsgrad für dich, das Auto, nehme ich an. Das ist ein Riesenfreiheitsgrad, ja, ich habe es wirklich 8 Jahre miterlebt, wie es ist, wenn man ständig jeden Tag sagen muss, an irgendeine Person, sei es jetzt in der Familie oder an einen Assistenten, bitte bring mich da hin, bring dich da hin. Man fällt da zurück in ein Kindheitsstadium und es war dann so wunderschön, wie ich den Bus gekriegt habe und selbst wieder entscheiden habe können, wann fahre ich wohin, wie fahre ich da hin, fahre ich schnell, langsam oder was macht mir Spaß. Und sicher, Mobilität ist ganz, ganz ein großes Thema. Jetzt hast du gesagt, so eher was so die körperlichen Herausforderungen sind, wie ist es dir mental eigentlich in der Zeit gegangen, damit das zu verarbeiten? Welche Herausforderungen hat es da für dich gegeben? Welche Strategien haben dir da geholfen, gut durch diese Zeit durchzukommen? Also ich muss jetzt einmal auf Holz klopfen. Bis dato hat es jetzt noch nicht das Riesentief gegeben, wo ich sage, ja, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Das hat es nie gegeben, aber natürlich. Die erste Phase, wo man einmal das Problem kennenlernt, ist eine schwere Phase. Für mich gilt nach wie vor, ich habe die Querschnittslähmung nicht angenommen, aber ich habe Wege gefunden, wie ich damit umgehe. Denke aber an was anderes. Also ich kriege es in meinen Kopf nicht ein, dass es so bleiben wird und das will ich auch nicht. Ich kann damit umgehen, sagen wir so. Und man muss sich sicher Strategien suchen, wie man mit der ganzen Sache umgeht. Und es hat auch Positives gehabt. Also es sind sicher Sachen, die jetzt viel mehr schätze als vorher. Vorher war es schnelllebig, wenn ich Radfahren war, wollte ich trainieren, Gas geben. Wenn ich jetzt Radfahren gehe, genieße ich jeden Meter und genieße die Natur und habe Freude dran und sage danke, dass ich das noch machen kann. Und wenn du jetzt als gesunder Mensch, als gehender Mensch unterwegs bist, denkst du nicht daran, dass du das irgendwann einmal nicht mehr machen kannst. Und das hat es mir einmal richtig arg aufgezeigt. Und darum bin ich sehr dankbar, dass vieles wieder geht. Und ich freue mich auch über Kleinigkeiten und ist wunderschön. Und es ist auch oft so, dass man nörgelt vielleicht auch nicht gleich mal so über kleine Sachen, sondern man denkt sich, wow, es kommt noch viel blöder sein. Jetzt, ist das da eher ein größerer Schicksalsschlag, wenn man so nennen möchte. Was würdest du Zuhörern und Zuhörern so als Tipp mitgeben? Weil viele, glaube ich, so wie du es gerade richtig gesagt hast, nörgeln dann relativ leicht oder man fällt ja relativ schnell einmal da rein, dass man sagt, man kritisiert man sich herum und in Wahrheit geht es um nichts, ne? Wie es so oft ist. Aber was würdest du Leuten mitgeben, wie man mit Schicksalsschlägen umgeht, was hast du daraus gelernt, was kann man da als Nicht-Betroffener trotzdem für sein Leben mitnehmen? Ja, vielleicht jetzt, ich denke immer, jeder hat sein Backel zum Tragen, also es hat schon jeder seine Probleme, mit denen umgehen muss, also man darf das auch jetzt nicht entkräften, wenn man sagt, der hat da ein Problem, aber wenn du sagst, ja, was kann man für einen Tipp mitgeben, ich glaube, vielleicht der Tipp ist, dass man die Lage analysiert, sich die Möglichkeiten absteckt, was gibt es für Möglichkeiten und dann die Möglichkeit wählt, die das meiste daraus herausholt und dann vorwärts denkt und nicht mehr zu viel mit der Vergangenheit hadert, sondern sich ein Ziel vor Augen hat, nach dem man strebt. Und wenn man ständig zurückdenkt, was nicht geht, wird man unglücklich. Wenn ich mir denke, ich würde das jetzt schaffen und ich schaffe das, dann werde ich glücklich sein. Das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist mir zuerst schon aufgefallen in deinen Worten, in deinen Formulierungen und auch im Vorgespräch. Du bist permanent mit den Gedanken und mit dem, was du erzählst, in der Zukunft, in der Vision, im Ziel. Und das finde ich total inspirierend und genial. Und jetzt sagst du genau das auch. Also eben so nicht mehr in der Vergangenheit und im,
im sozusagen Drama-Dreieck stecken zu bleiben oder in der Opferhaltung, wie man so schön sagt, sondern nach Lösungen, nach Möglichkeiten suchen und den Blick nach vorne, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das geholfen und ja, ich konnte jetzt auch in den Status verfallen, dass ich mir denke, was alles nicht geht oder wenn es frisch schneit und ich denke mir, die Freunde sind draußen Skifahren im geilsten Powder, dann werde ich unglücklich werden. Wenn ich mich auf mein Trainingsgerät haue und mir denke, okay, im Frühjahr will ich fit sein für die erste Radtour, dann habe ich ein Ziel vor Augen und auf das arbeite ich hin. Und dann geht es nicht über den Schnee noch. Jetzt hast du zweimal schon Radlfahren gesagt. Wie schaut das für dich aus? Das würde mich als selbst leidenschaftlicher Radlfahrer natürlich interessieren. In welcher Form hast du dann den Rollstuhl? Gibt's da, welche Möglichkeiten gibt es da für die? Glücklicherweise gibt es schon relativ viele Möglichkeiten. Wie du sagst, es gibt die Möglichkeit, dass ich mit dem Rollstuhl fahre, dann spanne ich vorne ein Vorspannbike an, hänge das an und dann kann ich mit den Händen die Kurbeln antreiben. Gibt es auch schon mit tollen Elektrounterstützungsvarianten. Und das Ganze gibt es auch in einer interessanteren Version, und zwar, dass man in ein Liegebike einsteigt, das auch drei Räder hat, also hinten zwei, vorne eines. Und in meinem Fall, ich habe es auch mit Elektrounterstützung, weil ich sonst nicht wirklich die Berge hochkommen würde, wo ich gerne hin will. Und ja, Scheibenbremsen drauf. Ich habe mir so umgebaut, dass es mit dem Ellbogen betätigen kann. Also ich habe so Aluschalen gemacht, so Halbschalen, wo ich die Bremse eben betätigen kann mit dem Ellbogen. Die Schaltung habe ich auf eine Kinnschaltung umgebaut und ja, so zische herum. Die Schaltung mehr wie ein Kinn? Nein, für das Kinn. Also ich kann den Hebel oder in dem Fall, also ich hab, eins habe ich umgebaut mit Elektroschaltung, da kann ich einen Taster mit dem Kinn betätigen und dann schalte ich den Gang nachher aber da zurück. Wow. Das heißt, auch Berge sind damit kein Thema für dich? Das nein, also das ist echt total lässig und wo ich halt auch mit meiner Familie, mit meinen Brüdern herumfahren kann, und das ist, also wir sind echt schon super schöne Sachen gefahren. Und da arbeite ich halt auch hin. Also, da muss dann alles zusammenpassen: die Technik, meine physische Verfassung und das Wetter, weil bei Regen mag ich nicht fahren. Ja, das verstehe ich. Aber stark, stark. Ja. Sag, jetzt beim Auto, gehen wir nochmal ganz kurz auf vier Räder, weil du ja zuerst da mit deinem genialen Bus gekommen bist. Wie kann ich mir das als Zuseher und Zuhörer vorstellen, dass du mit dem Auto fährst, sag jetzt einmal mit deinen Möglichkeiten, wie bedient man was, wie kann man sich das jetzt als normaler Autofahrer vorstellen, wo ist Gaspedal, wo ist Bremse, ich nehme an, es wird ein Automatikauto sein, ne? Aber gib uns da mal einen Einblick, wie schaut das aus? Ja, vielleicht kurz zum Einsteigen, also es ist ein toller Umbau, wo eine Hebebühne seitlich ausfährt, wo ich drauf fahren kann, die fährt hydraulisch hoch mit mir und dann kann ich mit dem Rollstuhl direkt reinfahren ins Auto. Der Fahrersitz, der im Prinzip ist der demontiert, weil da sitze ich mit dem Rollstuhl dann. Dann fährt hinten eine Rückenlehne her, die mich fixiert. Und ja, Hilfsmittel, die extra sind, ist ganz eine leichte Servolenkung, wo ich dann über einen Dreizack, wo ich reingreife mit der Hand, kann ich dann lenken. Und rechts von mir ist ein Gasbremsschieber. Vordrücken ist Bremsen, zurückziehen ist Gas geben. Die Pedalerie, was du angesprochen hast, die ist ganz normal vorhanden. Die ist vor meinen Füßen und wird angesteuert über diesen Mechanismus. Und ja, ich habe dann noch Möglichkeiten, auch zum Beispiel über Sprachsteuerung die Blinker zu setzen oder auch über den Kopf. Also da ist ein Taster hinter dem Kopf, der hat 9 Funktionen und da kann ich eben dann steuern, was ich will. Ganz witzig, zweimal piepsen, also ich kriege einen Piepston, außer dass ich weiß, wo ich bin, bei welcher Funktion. Zweimal piepsen ist links blinken, dreimal piepsen rechts blinken, viermal piepsen hupen. Und am Anfang, wie ich einen Bus gekriegt habe, also im Stadtverkehr habe ich mich oft ein wenig verdammt, bin auf viermal gekommen und habe gehupt. Hat aber auch einen guten Effekt gehabt, weil es ist was weitergegangen bei der Kreuzung. Ja, so ungefähr. Funktioniert. Also echt unglaublich viele Funktionen, fehlt eigentlich nichts, was man in einem normalen Auto sonst... Nein. Also alles da? Alles da. Und dann, unglaublich, ja. Ich habe mir gedacht, mit was bedient man das eben, aber dass man so viel alleine über Taster dann bedienen kann, hätte ich nicht gedacht. Ja. Faszinierender Einblick von dir. Nein, toller,
waren tolle Köpfe, die das entwickelt haben. Ja, unglaublich schöner VW-Bus, den du da hast, der dann voll funktionell ist für die in dem Fall. Ja, stimmt. Sag, kommen wir nochmal ganz kurz zurück, Wings for Life. Wie kann man euch unterstützen? Du hast das zuerst angesprochen, ihr habt Leute, die euch privat unterstützen, ihr habt Leute, die, oder ihr habt Firmen, die euch unterstützen. Wie kann man euch unterstützen? Wie tragt ihr euch weiter? Ja, es gibt ganz viele Varianten, wie man Wings for Life unterstützt. Also die einfachste Methode ist, dass man eine Spende überweist, die eben zu 100% in die Rückenmarksforschung fließt, geht weiter hin zu, dass man Veranstaltungen für Wings for Life macht oder dass man zum Beispiel als Firma Partner wird und die Stiftung unterstützt, sei es finanziell oder vielleicht dadurch Dienstleistungen oder Hilfestellungen. Und dann gibt es natürlich unseren Wings for Life World Run, der heuer wieder stattfinden wird am 9. Mai. Und trotz Corona ist es möglich, dass man da läuft. Man lädt sich auf seinem Handy die App runter und man kann dann mit 1000 Menschen weltweit zur gleichen Zeit für die laufen, die nicht mehr laufen können. Und wenn ich jetzt sage laufen, fühlen sich vielleicht manche ausgeschlossen. Also es ist wirklich ein Lauf für jedermann. Man kann mitgehen, man kann mit dem Kinderwagen mitmarschieren, man kann, ich werde mit dem Rollstuhl mitfahren. Es ist einfach ein schönes Miteinander für die gute Sache. Und ja, es war wunderbar oder es war cool, wenn jeder dabei war und mitmacht. Also in dem Sinne da jetzt der Aufruf, mitlaufen, es gibt keine Ausreden, ne? Keine ja. Distanz ist zu kurz, keine ist zu lange. Genau. Und es ist nicht wie bei einem anderen Lauf, wo man ins Ziel kommen muss, sondern die Ziellinie holt einen ein. Also das sogenannte Catcher-Car fährt 30 Minuten nach Start weg. Sprich, wenn es mich gar nicht mehr gefreut, bleibe ich stehen, vielleicht habe ich sogar irgendwo ein Getränk eingesteckt, wart und irgendwann überholt mich das Catcher-Car und ich bin im Ziel. Man, natürlich gibt es das leider jetzt nur virtuell. Das ist das einzig Schöne, wenn ich so an die Bilder der letzten Jahre vor Corona denke, wo ein Christian Schister auf irgendeiner einsamen Insel, wo er gerade mit seiner El Toro liegt, quer durch den Dschungel läuft oder wo auch immer. Das sind schon immer sehr, sehr inspirierende Bilder. Und ich glaube, da Teil des Ganzen zu sein und zu wissen, dass die ganze Welt dafür läuft, ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Gefühl. Ja, natürlich ist es schade, dass es jetzt kein richtiges Catcher-Car gibt, aber gleichzeitig, da sagen wir jetzt wieder da nicht zurückdenken, sondern genau. Wir haben gerade Corona und wir haben leider keine andere Möglichkeit. Und daher ist das beste Mittel und der beste Weg, wie wir trotzdem laufen können. Wir freuen uns, dass wir die App haben und die müssen wir jetzt voll pushen und wirklich auch alle verwenden. Da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Also auch wenn ich lieber am Rad unterwegs bin, zugegeben, aber da werde ich auch die Laufschuhe anziehen natürlich. Ja, super. In ein Stück. Freue mich, wenn man uns da vielleicht irgendwo auch sieht, natürlich mit allen Maßnahmen, die einzuhalten sind, aber auf jeden Fall sehr, sehr gerne da auch dabei. Super. Das machen wir auf jeden Fall. Du hast das jetzt noch gerade angesprochen, noch einmal Corona. Ganz kurz, sag, wie hat sich für dich aus deiner Wahrnehmung, mit deiner Perspektive oder auch mit der von Wings for Life, mit Corona die Welt verändert? Welchen Blick hast du, welchen habt ihr drauf? Was hat es im letzten Jahr für euch verändert? Für mich persönlich hat sich verändert, dass ich nicht mehr genau weiß, was ich denken soll. Man hört aus dem Anek, ja, es ist ganz schlimm, du hast mir gerade vorher erzählt, dir selber der Wisch gehabt und es war richtig unangenehm. Dann hört man wieder Personen, die sagen, ja, es ist gar nicht schlimm. Leider, diese Fronten spielen sich auch gegeneinander auf. Ich versuche einfach neutral draußen zu bleiben und habe auch größten Respekt vor diesem Virus, weil ich eben aufgrund meiner Einschränkung so schon nicht gescheit schnaufen kann. Und wenn ich dann eine Atemwegserkrankung habe, kann das richtig schlimm ausgehen für mich. Gleichzeitig probiere ich trotzdem, relativ einen natürlichen Weg zu finden, wie ich damit umgehen kann. Ich denke mal, Familie ist wichtig, dass man die Familie sieht, Freunde genauso. Und da muss man halt dann Wege finden, wie das funktioniert, ohne dass es zu einer Ansteckung kommt. Und ja, ich finde es sehr schade, dass wirklich zu einem weltweiten, solch einem weltweiten Problem gekommen ist. Es ist auch bei uns so, ja, dass Veranstalter ausgefallen sind, die treue Spender seit Jahren sind, das sind Einbußen. Ja, aber auch da
muss man sich denken, vielleicht kommen neue wieder dazu, die sich denken, jetzt muss ich gerade jetzt muss ich Gas geben und unterstützen. Umso wichtiger, dass man mitläuft am 9. Mai. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Auf jeden Fall, ja. Aber ansonsten, ja, mit Vorsicht damit umgehen. Sag, eine Frage, was war so Revue passieren? Trotzdem gehen wir nochmal ganz kurz hin. Dein emotionalster Moment im Leben? Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber vermutlich der, wo ich auf der Intensivstation dann gewusst habe, ich bin über den Berg und ich werde nicht an der Verletzung sterben, sondern ich darf weitermachen. Wow, ja, Gänsehaut, wenn du das erzählst, da bei mir, muss ich ehrlich sagen, Wahnsinn. Und auch wenn wir da so reden, unglaublich inspirierend, was du erzählst, einfach. Und wie konsequent und radikal du so diesen Blick nach vorne hast, das finde ich einfach brutal stark. Also Wahnsinn, kann ich nur sagen, finde ich echt genial, dass du heute da sitzt und dass wir die Gedanken da mit den Zusehern und Zuhörern teilen können. Und sag, so am Schluss noch, was würdest du so wirklich so als Take-Home-Message mitnehmen, mitgeben an Zuhörer, an Zuseher aus deiner Geschichte, aus dem, was du mit Wings for Life, du hast wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Leuten Kontakt, sei es ja euren privaten Spendern, euren Firmen, mit denen du in Kontakt bist, mit den ganzen Sportlern, auch mit Betroffenen natürlich. Was kann man so als Take-Home-Message mitnehmen? Was kann man aus dem, was du erlebt hast persönlich und wo du tagtäglich damit umgehen musst, mitnehmen? Ja, dass es ein unterstützungswürdiger Kurs ist, der es verdient hat, dass da eine Lösung gefunden wird. Und nachdem die Verletzung jeden treffen kann, also da geht es jetzt nicht um den einen Motorradfahrer, den einen Radfahrer, den es erwischt hat, weil der Prozentsatz ist extrem niedrig. Wenn wir jetzt vor Sportverletzungen reden, da sind wir bei 6%, bei Extremsport 3%. Aber wenn wir jetzt die Autounfälle hernehmen, die Leute, die vielleicht die Kinder in den Kindergarten geführt haben, da sind wir bei 50%. Und damit kann das eine Querschnittslähmung leider jeden treffen und ist ein Thema, das uns daher für uns alle interessant sein sollte, beziehungsweise wo wir alle gemeinsam am Strang ziehen sollten, dass wir Heilung finden. Ja, und vom Wahnsinn, ja, man, wenn du das so wie sagst, es ist im Prinzip oft dann nur in einem Bruchteil einer Sekunde, kann sich einfach dann das Leben ändern. Und ich glaube, wenn man da eine Chance auf Heilung hat, und ich meine, die stehen ja besser denn je, würde ich mal sagen, was du jetzt auch zuerst vielleicht so den Einblick gegeben hast. Ja, heißt es einfach nur dranbleiben und einfach den Glauben daran, dass man es findet. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir oft, ja, vielleicht drei Morgen in der Früh ein Radio auf. Das wird gesagt, das ist eine Heilung gefunden worden. Ja, das ist ein großer Traum und unser Ziel. Ja, du, ich drücke euch, wie gesagt, alle Daumen, die ich habe, das auf jeden Fall, weil das, was du mir jetzt sagst, finde ich super genial, dass ihr da schon so weit seid. Also dranbleiben ist, glaube ich, das Wichtigste. Auf jeden Fall, das werden wir. Ja, lieber Wolfgang, danke für diesen super spannenden Talk und dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du heute hier bei mir warst. Danke für die Einladung. Danke dir. Und ja, liebe Zuseher, ich hoffe, der Base Talk hat Ihnen gefallen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn das so ist, wenn es euch gefallen hat, dann gerne die Kanäle abonnieren, sei es jetzt auf FS1, der Radiofabrik oder im Podcast. Dort gibt es auf den Plattformen die Base Talks auch zum Nachsehen. Ich freue mich persönlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und auf jeden Fall der Aufruf, glaube ich, von Wolfgang und von mir am 9. Mai, Wings for Life Run, mitlaufen, unbedingt dabei sein. Das ist, glaube ich, das, was zählt. Und in dem Sinne sehen und hören wir uns beim nächsten Base Talk. Euer Gerhard.